Kuckuck. Da ist er wieder. Herzlich willkommen zurück bei Jack Zockt Arcania Fall of Zetarif, dem mit uns zu Arcania. Ja, und heute sind wir immer noch in den Straßen von Zetarif unterwegs. Und was mich eigentlich richtig stutzig macht, das ging mir letzte Folge schon durch den Kopf. Das ging mir eigentlich immer schon durch den Kopf, wenn ich hier Arcania Fall of Zetarif gespielt habe. Wir befinden uns hier unten in diesen Gräben. Die entstanden sind durch den Vulkan oder vielleicht habe ich auch nicht richtig aufgepasst. Kann auch möglich sein. So. Aber die eigentliche Oberfläche von Zetarif, da wo die Gebäude draufstehen, ist doch da oben, oder? Oder soll das hier so sein mit den Gräben? Ich meine, wir haben hier unten Tore und alles. Wir haben hier der Diego hackt hier auf irgendwelchen Sachen rum. Keine Ahnung. Bayern. So. Normalerweise gehen wir mal vom normalen Zustand von Zetarif aus, dass das da oben die normale Boden ist. Dann ist das alles ja mit Erde bedeckt hier, oder? Oder soll das wirklich so sein? Kann ich mir bald nicht vorstellen. Weil das sieht mir ja meiner Meinung nach aus, als ob hier durch den Vulkan oder durch den Dämon oder irgendwas eben hier diese Gräben gezogen wurden. Hier gehen wir ja lang. Ich glaube, wir waren jetzt schon, oder? So, wir sollen jetzt alle so, warte mal, was haben wir für Quests? Asche über Argan. Stein des Fortschritts sollen wir holen. Der Stein des Fortschritts, einer der vier Schlüsselsteine. Ach so, die sind einzeln aufgelistet jetzt hier. Okay. Asche über Argan. Vier alte Steine. Oh, du hast den Tarif erreicht. Ja, ja, suche die vier Schlüsselsteine. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wo ist das Ding? Wir markieren das ganze Ding mal. Oh. So, wir haben ja unseren Zahnstocher hier dabei oder unser Streichholz. Das ist ja also so ein Streichholz, wenn er das in der Hand hat. Ja, hier waren wir schon. Hier müssen wir uns erstmal umgucken hier. Hä? Willst du mich jetzt total verkohlen? Hier ist Sackgasse, hier müssen wir wieder raus. Das hatte ich wie gesagt damals schon das Problem, dass ich mich hier verlaufen habe wie so ein Ochse. Ja. Hier hinten, hier waren wir doch auch gerade, verdammt nochmal. Oder müssen wir jetzt direkt schon hoch? Ich weiß es gerade gar nicht. Was war hier hinten? Ach, dort war das Tor, okay. Wo war jetzt die Ecke, wo Diego rumkraucht? Da hinten? Ja. Ja, 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 jetzt schlagt's mich doch. So, hier, nee, hier ist Milton irgendwo, oder? Hier, nee, Quatsch. Da hinten geht's lang. Hier ist ein Tor. Ja, darf ich hier durch? Ja. Ich wette, hier kommt gleich wieder irgendwas aus dem Boden gekrochen, oder? Was liegt hier drin für mich? 60 Rüstung. Das ist wieder das Ding. Bin aber mit meiner kleinen Haue hier glücklicher. Ja, was ist das? Das ist ein 8 Nahkampf. Erhabener Heiltrank. Hervorragend. Oh, erhabene Heilpflanze nehmen wir natürlich auch mit. Oh, sag ich's doch. Guck mal hier, Kollegen. Ich hab da hier was Hübsches für euch. Brecht jemand anderen voll. Jetzt steckt doch mal diesen Scheißdreck weg, Mensch. Oh, hier. Wiedergänger.
Ach, ist das schön, wenn das alles so flink von Hand geht hier. Die hatten wohl was dagegen, dass ich hier die Truhen ausräume, oder? Von hier bin ich gekommen, hier war ich gerade. War ich schon in der Ecke hier? Ist das die Ecke, wo Diego war? Komme ich hier hin? Hier war ich auch schon. Hier ist keiner mehr da. Dann gehen wir wieder in die Ecke hier hinten. Jo, hier war ich, dort hinten war ich gerade drin. Gehen wir mal hier lang. Jo, komme ich hier zu Diego? Ja. Speichern. Nicht jetzt, mein Freund. Ja, ist ja gut, Mensch. Schrei mich nicht so an. Oh, pack doch mal diesen Scheiß weg, Mensch. Ach, fluch doch mal. Oh, hier oben ist offen. Komme ich hier hoch? Nein. Jo, wir gehen mal. Wir müssen hier diese Steinchen finden. Haben wir gerade festgestellt. Ja. Oh, da lang. Da lang. Oder da lang. Du kannst mich doch nicht so erschrecken, der Zipfelklatscher. Jo. Oh. Hier, das ist der Witz, das ist der größte Witz eigentlich von Fall of the Tarif. Irgendwo mitten in den Gräben stehen irgendwelche Händler rum. Oh. Ja, quatsch mal mit dem. Was hat der einstecken hier? Ich würde mir gern deine Waren ansehen. Oh, was ist das denn? Alchemistisches Rezept für göttliches Elixier, kannst du behalten. Oh, Kriegsbeil, was ist das denn? Du hast eine magische Bandage für mich zu verkaufen. Nur eine. Preis 250. Die waren damals aber billiger. Preis 3000 Kröten. Trank. Erhabener Heiltrank. Sag mal, was bist du denn für ein Händler? Alter, du hast ja Preise. Da geht mir das Messer an der Tasche auf. Ja, so. Ja. Wir gehen mal in die Richtung. Waren wir die Richtung schon? Ich wette, wir rennen wieder im Kreis. Hey! Ey. Noch mehr? Hey! Du feige Ratte, komm her hier! Oh. Alter, ihr ja, seid ja fertig. Ui. Noch mehr Besuch. Komm her hier. Warte, warte, warte. Jetzt soll jeder was kriegen. Jetzt soll keiner mehr ausgehen. Hier, guck mal. Ich liebe dieses Schwert. Noch mehr? Oder ist endlich Ruhe im Karton? Ja, scheint so. Armbrust, was habe ich jetzt gerade für eine Armbrust bekommen? Jo, Fernkampfwaffen. Was macht das Ding hier, was wir uns selbst gebastelt haben? 30 Fernkampf. Hat das nicht mal mehr gemacht? Haben die jetzt auch runter reduziert? Guck mal, Deepcrawler Armbrust, 60 Fernkampf, 30 Rüstung. Die nehme ich doch gerne. Joa, gefällt mir. Oh, speichern das ganze Ding hier. Oh. Dann gucken wir uns mal weiter hier um. Ramponiertes Schild, was will ich mit dem ramponierten Schild? Ich habe ein Feuerschild. Mach mal auf hier. Ja. Na, pack doch mal das Richtige aus hier. Kannst du vergessen, Freundchen. So einfach will ich es ja dann doch nicht machen. So, was hast du für mich? Speichern erstmal. Hab das gesehen ohne einen Kratzer. So, was ist hier? Mach mal auf. Oh, Truhe. Was haben wir hier? 100 Rüstungen. 600 Lebensenergie, ihr Heiltrank.
Was ist das denn? Der tarifische Seite brauchen wir so einen Scheiß. Oh, nimm mal hier den Mist mit. Oh, I. Oh, Schild, was hat der? 85 Rüstung hat er. Die anderen Schilde haben mehr, aber der brennt so schön. Ach Mensch. Jetzt haben wir hier 100 Rüstung. Wir hatten doch auch 240 Rüstung. Weißt du was? Weißt du was, Leute? Scheiß jetzt auf das Brennen. Wir nehmen das Ding. Mal 240 Rüstung, also fast so viel wie unsere Rüstung. Ja. Brennt zwar nicht so schön, aber macht mehr Hitze. Also macht mehr Schutz. Hatte ich hier noch vergessen, bevor ich in den Kommentaren wieder lese, dass ich die Hälfte hier übersehe. Nee, 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 Leute. So kommt ihr mich nicht vom Haken. Und ich in meinem Kopf, im Übrigen, in meinem Kopf braut sich langsam ein episches Finale hier an. Dass ja das Finale nicht nur für Fall of Set Tarif, sondern für komplett Gothic hier bei mir ist. So, speichert, gespeichert haben wir. So. So, als erstes bist du erstmal dran hier, komm. So. Warte mal. Wisst ihr, Leute, es ist ja eine Sache, Spiele sollen Spaß machen. Und das Gehacke hier, das macht mir gerade unheimlichen Spaß. Wir können uns auch mal einen besseren Spaß erlauben, indem wir dem da einfach mal die Rübe wegschießen. Zum Beispiel, zumindest versuchen wir das. Ui! Guck mal. Da 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 da. Boing! Da 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 da. Du sagst es, Kollege. Ja, treffen möchten wir auch. Ja. Ja, ja, mach mal. Ey, du darfst dich doch nicht bewegen. Ist ja auf einmal umgefallen. Ja, ja. Ja. Hast du hier irgendwas bewacht oder hast du bloß hier hingepullert? Hm, ich bin dafür, dass du hingepullert hast. Aber ob da in ein Lager liegt, das will ich mir jetzt nicht unbedingt ansehen müssen. Ja. Wo kommen wir hier hin? Gorn, mein Freund! Oh je, ich ahne es schon. Jetzt kommt eigentlich das Highlight von dem Addon. Was ich die letzten Folgen noch nicht sagen wollte, das kommt genau jetzt. Eine Revolution in der Gothic-Videospielgeschichte kommt jetzt. Bitteschön. Ah, Kleiner. Auch hier? Nein. Nein, ich bin ganz woanders. Das hier ist ein anderer. Also, ja. Gorn, was ist los? Milton wartet auf den Schlüsselstein. Konntest du ihn nicht finden? Doch, war kein Problem, aber ich konnte es mir nicht verkneifen und habe einen Abstecher gemacht. Einen Abstecher? Wohin? Zu dem Wachturm, auf dem Hügel vor der Stadt. Was wolltest du da? Torus vermöbeln. Torus? Wer zum Henker ist Torus? Ein Arschloch, ich kenne ihn schon lang. Konnte ihn noch nie leiden. Aber er ist mir immer entwischt. Und? Ich habe ihn vermöbelt. Wo ist Torus jetzt? Na, in der Kiste. Hey! Hey, du! Sag dem Arschloch, es soll mich hier rauslassen! Ich schlag ihm die Zähne einzeln raus und verfütter ihn an die Harpien! Hm. Wie kommt er in die Kiste? Willst du es wirklich wissen? Ja, jetzt schon. Also, das war so. Gorn, wo willst du hin? Ich gehe rüber zu Torus Turm und schnapp mir das Schwein. Wir haben klare Order von Lord Hagen. Wir sollen das Tor halten und uns nicht von der Stelle rühren. Ja, mach das. Die Order gilt nicht nur für uns, sie gilt auch für dich. Seit wann zahlt mir Hagen Sold? Bewacht ihr nur das Tor. Ich gehe los mit meiner Axt und schnapp mir Torus. Das Schwein wird mir nicht nochmal entwischen. So, wir erinnern uns, der Zwist zwischen Gorn und Torus ist ja eskaliert bei Götterdämmerung. Der Torus hatte die Gruppen da so um die Orks und Orksöldner angeführt und er hier gegen die mit den Menschen. So, und ihr seht richtig. Ich drücke jetzt Ende. So, wir dürfen Gorn spielen. Ja, wir dürfen Gorn spielen. So wie wir am Anfang von Arcania A Gothic Tale unseren alten namenlosen Helden bzw. König Robert III. Spielen durften, darf ich eigentlich speichern? Darf noch nicht mal speichern. So, das ist natürlich besondere Kacke. Ja. Nee.
Wie wir den Helden spielen durften, war zwar nur eine Traumsequenz letztendlich von dem neuen Helden, aber wir durften ihn spielen. Arcania ist damit das einzigste, der einzigste Gothic-Teil, sage ich mal, zusammen mit dem Add-on, wo man nicht nur den normalen Helden hier spielt. Jo, und hier spielen wir heute mal Gordon. Keine Traumsequenz, nichts, gar nichts, sondern einfach nur hier. Können wir nochmal mit dem schwätzen? Was ist? Ich dachte, du wolltest dir Torus. Ja, machen wir gleich. Hast du jetzt die Hosen voll? Halt's Maul! Genau, hier. So, das mit Torus, das kommt noch hinzu. Das ist so ein Aspekt mit Torus, den ich eigentlich zum Kotzen finde bei dem Spiel. Die Gorn und Torus haben ja schon immer den gleichen Sprecher gehabt. Immer schon. So. Und wie unterscheiden die hier die beiden Charaktere mit den Stimmen, mit dem gleichen Sprecher? Der Sprecher hat seine Stimme dahingehend verstellt, dass der Gorn natürlich der Stärkere ist und die Stimme stärker ausprägt. So männlicher, sage ich mal. So, und der Torus hat das ein bisschen weicheiartig bekommen. Finde ich eigentlich scheiße, weil der Torus, der ist ja nun wirklich kein Weichei. Das ist ja auch ein Krieger eigentlich. Oder wie Lucia sagen würde, ein Baum von einem Kerl. So. Das Problem ist, wie gesagt, wir können hier nicht speichern. Oh. Ja, Detail. Aber wir haben nur hier auf der 6 haben wir die Heiltränke. Und demnach, wie ich gerade hier mit Gorn zu tun habe, mit den drei Typen, da bin ich mit dem normalen Helden hier, mit dem Flammenschwert, bin ich schneller. Ich darf nicht speichern. Hier, speichern ist ausgegraut. So, ich darf dort Gorn spielen. So. So, Gorn, wo gehen wir hin? So, wir müssen das jetzt hier ein bisschen taktischer angehen. Weil Gorn ist schwächer. Ja. Wir nehmen mal so ein Fruchtwasser hier ein. Mehr? Da. Hör auf, sich zu wehren. Gorn steht vor dir. Da hast du sowieso keine Chance. So. Wir nehmen nochmal einen erhabenen Heiltrank mit. Sind das hier erhabene, die wir haben? Ich glaube schon. So. Wir haben auch kein Inventar hier. Ich drücke hier I für Inventar, haben wir nicht. Wir können das K-Menü nicht aufrufen. Wir können das Charaktermenü nicht aufrufen. Wir können hier gar nichts machen. Wir können nur laufen und draufhauen mit Gorn. Wie lange haben wir? Ach. Ja, und das, wo ich nicht speichern kann hier, ey. Gorn, Torus, diesmal entkommst du mir nicht. Wer sagt, dass ich entkommen möchte? Du verfluchter Hundesohn. Gehst mir schon viel zu lange auf den Sack. Sack? Du hast keinen Sack. Du hast ein Säckchen. Ich werde dir den Schädel spalten und dich an deinen Eingeweiden von meinem Turm hängen. Red nicht so viel. Lass uns kämpfen. Ja. Und das ohne speichern zu können. Danke. Aber obwohl, die gehen eigentlich. Zumindest die Orks. Wir versuchen erstmal die Orks wegzukriegen.
Ach, den schaffen wir. Sagen wir diesen Schlägen ausweichen, da geht's alles gut. Verflucht! Jetzt gehörst du mir und ich werde mir gut überlegen, was ich mit deinem Säckchen mache. Dann hab ich ihn in die Kiste gepackt und hierher geschleppt. Und was hast du jetzt mit ihm vor? Das weiß ich noch nicht. Vielleicht hänge ich ihn an seinem Säckchen von der Klippe. Oder lass ihn einfach verhungern in seiner Kiste. Mal sehen. Denk ruhig noch eine Runde drüber nach. Aber gib mir den Schlüsselstein. Ich bring ihn zu Milton. Ja, tu das. Hier ist er. Ja. Was hat der Torus eigentlich getan? Erzähl mal. Der Drecksack hat sich mit den Orks verbündet. In Myrtana. Hat mich bei den Leuten dort angeschwärzt. Und fast hätten sie ihm geglaubt. Ich wollte ihn damals schon heimzahlen. Aber er ist abgehauen, der feige Hund. Stimmt, das ist ja tatsächlich. Der war ja auf einmal weg bei Götterdämmerung. So, jetzt können wir endlich speichern. Nö. Können wir das aufmachen? Ich will hier raus. Ja. Gorn ist Bauchredner. Ja. Können wir dort, wo wir gerade mit dem Gorn waren, nochmal hingehen? Ja, was haben wir hier? Armschienen, 70 Lebensenergie. Magische Bandagen aus der Feder des Meisters. Der edle Brillenhelm. Haben wir das nicht schon eingesammelt? Irgendwas war doch mit dem Brillenhelm. Warte, Ausrüstung. Wir gucken mal. Schriftstücke. Breitkolben kennen wir schon. Der Exier des Heldenmuts kennen wir auch schon. Brillenhelm kennen wir noch nicht, oder? So, gucken wir mal. Oh, da ist EC. Wir gucken mal nach. So, Helme. Edler seterifischer Brillenhelm. Das ist das Ding hier. Das ist der Eimer. So, 170 Rüstung. Ein schwerer Kopfschutz. Ja, edler seterifischer blablabab. Jo. Jo, haben wir was Besseres? Was ist das denn? 70. Nasenhelm. 110. Ist das Ding, was wir jetzt aufhaben? Mit 110 Rüstung. Das gucken wir gleich mal nach. Das müsste das Ding sein, oder? 110 Rüstung. Jo. Was brauchten wir hier? Ach, Quatsch. Ne. Was brauchten hier für die Würfel den. Warte mal, Vulkanglasschwert? Pfeffer. Ja, das da. Wir brauchen dafür Stahlbarren. So, da gucken wir mal, ob wir uns Stahlbarren herstellen können. So, wir stellen uns mal ein paar Stahlbarren her. Bis das Ding da oben weiß aufleuchtet, genauso wie jetzt. Ach nee, das ist der Nasenhelm. Wir brauchen noch 3. So, Stahlbarren, wie viel können wir noch machen? Offensichtlich genug. So, ist der tarifischer Brillenhelm herstellen, machen wir. Jo, dann setzen wir uns mal den Eimer auf den Kopf. Hier, 170 Rüstungen, 50 plus 50 Lebensenergie. Gut, das Ding hier gibt nur 55 Lebensenergie, hat aber nur 110 Rüstungen. 25 Nahkampf. Wir wollen die Dinge ja auch nicht so einfach machen und der 110er Helm, der ist einfach nur pottenhässlich. Das hier ist zwar ein Eimer, aber nicht ganz so hässlich wie das andere Ding. So, wir wollen ja den Helden hier ein bisschen hübsch rumlaufen lassen hier. Ich meine, der Stamm wilder Weiber hat ihn schon abgelehnt. Also, wir wollen nicht, dass das bei der nächsten Frau auch passiert. So, 63 Nahkampf, was haben wir hier? Ist das irgendwas wie das Feuerding? Diese gewaltige Axt wurde nicht von den Orks geschmiedet. Wurde zwar nicht von Orks geschmiedet, doch ihre Schamanen haben sie mit potenten Zaubern belegt. Mächtige Schläge, die mit dieser Waffe ausgeführt werden, verursachen statt dem doppelten Schaden das Dreifache. Das Problem ist, ich mag aber gerade unseren Zahnstocher, den wir hier einstecken haben. Ich will lieber mit meinem Zahnstocher hier kämpfen. Oh, wo sind wir jetzt eigentlich hergekommen? Hier sind wir hergekommen, oder? Nee, keine Ahnung. Jo, doch, hier sind wir hergekommen. Wir gehen mal hier lang. Wo kommen wir hier hin? Ach, hier unten waren wir schon, oder? Kann das sein?
Ich wollte mal die Richtung gehen, in der wir gerade mit dem Gorn waren. Ich möchte auch dahin. Ich möchte gucken, ob es da was zu holen gibt. Wenn ich hier runter renne. Ich glaube, hier war ich schon. Komme ich hier hoch? Weiß ich gerade nicht. Entschuldigung. So, das tut man nicht. Ja, wir durften tatsächlich Gorn spielen. Das ist das, was ich meinte letztens. Ja, wo ich sagte, hier kommt noch ein Highlight. Oder wie habe ich das gesagt? Wo ich gesagt habe, das sage ich aber noch nicht. Für diejenigen, die es noch nicht kannten. Und ich weiß ja inzwischen, Fall of Zetarif ist eigentlich noch weniger gesehen worden oder gespielt worden als Arcania selbst. Wo war der eine oder andere wahrscheinlich schon von Arcania selbst abgeschreckt und hat jetzt, sag mal, haben wir jetzt eigentlich so einen hässlichen Stein hier gekriegt oder nicht? Ich weiß gerade nicht. Wir haben ja nur mit Gorn gespielt hier. Warte. Ja. Questmarker. Haben wir die Questmarker eigentlich an? Das will ich jetzt erstmal wissen. Ja, Questmarkierungen. Wir machen mal die Questmarkierung wieder an. Neuer moderner Standard nehmen wir an. Ja. Wird mir jetzt hier irgendwas angezeigt? Natürlich nicht. Ja. Gehen wir mal mit zurück. Wir müssen jetzt zu Diego zurück. Wo ist Diego? Jetzt rennen wir hier wieder rum, wie falsch geht. Das ist bloß hier, ja. Ne, hier durften wir nicht lang. Ach, hier sind wir, glaube ich, reingekommen, oder? Ja. Das ist wie Labyrinthe. Labyrinthe, das stellt mich niemals in ein Labyrinth. Ich sterbe da drin. Dahinter, was heißt dahinter oder hier hinter? Hier hinter war ja bis die Kammer, da waren wir gerade, da auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir noch eine andere Rüstung kriegen. Ich bilde mir gerade ein, wir kriegen noch eine Rüstung. Aber wie gesagt, ich weiß es gerade nicht mehr. Weil ich wusste ja zum Beispiel auch nicht mehr, dass wir hier gegen die wilden Weiber kämpfen mussten. Wie konnte ich sowas vergessen hier, wirklich? Aber dazu hatte ich ja schon das letzte Mal mein Statement abgegeben. Mein absolut geistig oberflächliches Denken hier. Ich hab zu tun, komm später ja. Wieder. Ja. So. Ich habe Gorn getroffen. Ja. Ich habe Gorn gefunden. Und? Was treibt er? Er hat sich ablenken lassen und einen Mann namens Torus gefangen genommen. Torus? Oh, dann bin ich selbst schuld. Ich hätte Gorn nicht in die Nähe von Torus Turm schicken sollen. Die beiden kennen sich schon lange und sind einander schon lange Spinnefeind. Ja. Vor allem, wenn man das so überlegt manchmal, was für Anfänge das hier genommen hat. Sünde für einer. Wir können ja mal, das Ding hat 49 Schaden. Wir können jetzt mal, obwohl ich eigentlich mit meiner kleinen Haue hier drauf haue, ich will mal wissen, was das Ding hier überhaupt macht. Magischer Schaden. Irgendwelche magischen Sachen macht das Ding. Ja, komm, mach mal auf hier. Komm mal auf. Darf ich nicht rein? Ja, darf ich hier rein? Du kommst hier nicht rein. Hier darf ich rein. Alle, ja. So, wie lange haben wir? So, wie wir hier weiterlaufen. Das sehen wir aber in der nächsten Folge. Und damit, Spiel speichern. Ja, Spiel spannend. Und damit, ja, schön mit Bild, mit Eimer auf dem Kopf. Damit. Hoffe ich, das ganze Ding hier hat euch gefallen. Ich verabscheue mich. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.